Ja, Tim, 100 Tage Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Welche Begegnungen haben nachhaltig auf dich gewirkt? Was ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben? Ach, das sind eigentlich direkt drei Dinge, die mir einfallen. Das war eine Woche, nachdem ich mein Amt angetreten habe, hatten wir eine große Mitarbeiter- und Personalversammlung im Konzerthaus. Weit über 1000 Leute da und es war eine Stimmung, wo ich mich getragen fühlte von vielen, die sagen, wir wollen in dieser Stadt, in dieser Stadtverwaltung etwas bewegen. Und das war ein ganz tolles Feedback für meine Ideen, die ich da den Kollegen direkt vorgestellt habe. Und das zweite war die Eröffnung des Zentrums für verfolgte Künste. Also, dass wir es endlich geschafft haben, in Deutschland und dann noch in Solingen dieses bedeutende Zentrum zu schaffen, was ja auf der einen Seite den Menschen endlich ihre Würde zukommen lässt, die ja damals verfolgt und verfemt worden sind und auf der anderen Seite uns aber daran erinnert, dass wir hier und jetzt auch immer darauf achten müssen, dass wir niemanden diskreditieren, dass auch heute noch Künstler verfolgt werden. Und das Dritte ist eigentlich so diese Begegnung mit den vielen Menschen hier in meinem Büro. Ich habe ja hier alles weit aufgemacht, hier kann jeder gerne vorbeikommen, insbesondere Kinder heiße ich herzlich willkommen. Manchmal passt es mit dem Terminplan halt nicht, selbst wenn ich die 17 Stunden am Tag immer noch so wuppe. Also alles schaffe ich nicht, aber es sind viele, viele Einzelgespräche, wo ich aber auch erlebt habe, man kann auch vieles zum Gelingen bringen, wenn man sich echt dahinter klemmt. Du hast ja schon viel bewegt in diesen 100 Tagen, aber worauf bist du besonders stolz? Ja, das ist das Thema die Würde des Menschen und sie jeden Tag zu verteidigen und keinen Fußbreit herzugeben. Als ich mein Amt angetreten habe, hatten wir jeden Tag die Meldung, dass viele, viele Flüchtlinge zu uns kommen, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind. Und wir hatten als letzte Notmaßnahme nur die Option, Turnhallen zu öffnen. Und ich weiß, das war eine Belastung für Schulen und Sportvereine. Und es ist ja so, dass wir immer noch drei große Hallen geschlossen haben. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte aus diesen Hallen heraus, weil sie keine Privatsphäre für die Menschen bedeuten, weil sie keine Menschenwürde garantieren, weil sie Integration so unendlich erschweren. Und deswegen war es mir wichtig zu sagen, wir steuern hier um. Und ich bin froh, dass mittlerweile hier im Rathaus alle mitziehen und auch in der Politik verstanden worden ist, dass es mir um ein inhaltliches Ziel geht, nämlich die Menschenwürde zu achten, aber auch Integration in unsere Stadtgesellschaft zu ermöglichen. 100 Tage sind um. Was ist jetzt dein Programm für die nächsten 100 Tage? Was sind die wichtigsten Ziele? Ach, das kann man ganz einfach sagen, Solingen nach vorne zu bringen. Aber das muss man natürlich differenzieren. Was heißt das? Ich sehe in meiner Amtszeit zwei gewaltige Aufgaben, wovon eigentlich jeder Einzelne schon geeignet wäre, eine ganze Generation zu beauftragen. Einmal die Integration der vielen Menschen, die hingeflüchtet sind. Und das andere ist der Ausgleich unseres Haushaltes mit all seinen Beziehungen. Da sind viele Unterpunkte zu beachten. Es muss ermöglicht werden, dass Wirtschaftswachstum hier in dieser Stadt geschaffen wird. Wir brauchen Arbeitsplätze, wir brauchen Gewerbeflächen in dieser Stadt, aber wir müssen sie nachhaltig planen. Wir brauchen einen Wohnstandort, der Menschen aus dem Rheinland hier hinzieht, weil sie hier gerne auch leben mit ihren Kindern und hier einkaufen gehen und hier ihre Steuern zahlen. Dafür werden wir unser Marketing total verändern müssen. Es wird ein völlig veränderter Kurs des Wachstums, aber auch der Nachhaltigkeit. Das ist mir ebenso wichtig, dass wir sagen, wir achten auf die Menschen bei uns im Umfeld, aber auch global. Denn da schließt sich für mich der Reigen der Diskussion, wenn Menschen hierhin fliehen, dass wir eben nicht nur Stadt im Bergischen Land sind, sondern dass wir auch Stadt in der ganzen Welt sind. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank.